Die größten 90 Minuten in der Geschichte des KSC waren auch die größten im Fußballerleben des Edgar Schmidt. Kicker-Reporter Harald Kaiser traf den KSC-Stürmer in seinem Urlaub zum entspannten Gespräch. Beim Stichwort Europapokal weiß der frühere KSC-Stürmer Schmidt, dass es nur um das eine UEFA-Cup-Spiel gehen kann. Karlsruhe gegen Valencia, 7:0, seine 4 Tore und die Geburt des Euro-Eddy. Es war, wie es schon überall geschrieben wird, heute noch, es ist ein Jahrhundertspiel für den Karlsruher SC gewesen. Mein bekanntestes, bestes Spiel, würde ich sagen. Die Konstellation war natürlich auch überragend. Wir waren der klare Underdog. Valencia, der haushohe Favorit mit souveräner Tabellenführer in Spanien, Barcelona und Madrid hinter sich gelassen. Und ja, und dann kam halt dieses Spiel, dieses 3-1 in Valencia, wo wir vorgeführt worden sind. Und da hat natürlich keiner mehr was für uns gegeben. Ne? Wir waren einmal vom Tor, machen dann das 3-1. Und dann kam dieses Spiel in dieser Konstellation. Und das hat natürlich Wellen geschlagen für uns alle, auch für mich, klar. Der KSC verliert 1:3 in Valencia. Es sieht gar nicht gut aus. Doch dann schlägt 1993 die ganz große Stunde von Edgar Schmidt. Von so einem Tag hat er immer geträumt. Valencia bis dato ungeschlagen, souveräner Tabellenführer in Spanien, wir mittelmäßig in der Liga. Und ja, und dann kam dieser Abend, der natürlich alles überboten hatte, was bis dato in Karlsruhe sportlich gewesen ist. Ne? Das Spiel war von Anfang an so, dass der Anschluss wiederholt werden müsste, weil wir sofort draufgegangen sind. Wir haben zwei Wochen lang uns auf dieses Spiel eingestimmt und wir wussten, wir können sie schlagen, wir werden alles dafür tun. 4 Tore in einem Europapokalspiel, 4 Tore gegen Valencia, den Tabellenführer der ersten spanischen Liga, das gibt's nicht alle Tage. Edgar Schmidt erzielte allein 8 der 16 KSC-Tore jener UEFA-Pokalsaison und erwarb sich den Spitznamen Euro-Eddy. Den habe ich mir in mühevoller Kleinarbeit verdient. Ich meine, ich habe ja nicht nur gegen Valencia gut gespielt, ich bin Torschützenkönig der Europa League geworden. Und das war eine Ehre für mich bis heute. Das heißt, das sagt mir, Edgar, du hast was Außergewöhnliches geleistet, sportlich jetzt. Und das macht mich bis heute sehr stolz. Neu in der Kicker-Edition. 60 Jahre Europapokal. Hut ab, der Bayern-Hattrick. General Hitzfeld über seine BVB-Helden. Kalt erwischt, HSV Real 5:1. In der neuen Kicker-Edition 60 Jahre Europapokal. Jetzt kaufen.